Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der Redaktion. Servus und hallo zur Oktoberausgabe 2024 von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Mein Name ist Ramon Cadell. Ja, der Fachkräftemangel. Mit diesem Thema könnten wir uns hier im Podcast ja jeden Monat beschäftigen. Machen wir auch manchmal. Heute allerdings aus einer anderen Perspektive. Und zwar wollen wir uns mit jenen Fachkräften beschäftigen, die das Handwerk schon hatte, aber in der Zwischenzeit sozusagen verloren gegangen sind. Nämlich jenen Kollegen, die ihren Ruhestand angetreten haben. Hier schlummert ein Riesenpotenzial. 18,6 Millionen Altersrentner gibt es aktuell in Deutschland und sage und schreibe mehr als 1,3 Millionen von ihnen arbeiten immer noch regelmäßig. Auch für das Handwerk also eine große Chance, wenn es denn noch körperlich reicht für die manchmal harte Arbeit im Handwerk. Für die Titelstory der Oktoberausgabe hat Redakteurin Yvonne Döbler genau solche Beispiele gesucht und porträtiert. Sie beweisen, dass es eben doch zusammenpasst, Alter und Handwerk. Hi Yvonne, die erste Frage habe ich gerade schon angekündigt. Ist so ein Rentnerjob im Handwerk überhaupt körperlich schaffbar und wenn ja, wie? Hallo Ramon. Ja, das ist natürlich sehr stark davon abhängig, in welcher Branche die sogenannten Silver Worker tätig sind und welche Aufgaben sie im Betrieb haben. Meist finden die Unternehmer allerdings eine Möglichkeit, die Rentner weiter zu beschäftigen, und zwar so, dass es für den Rentner sinnvoll ist, aber eben auch fürs Unternehmen. Und dabei sind die Modelle einfach ganz individuell. Also mancher ist so sehr Spezialist in seinem Job, dass er einfach nur ein paar Stunden reduziert und das weitermacht, was er ursprünglich auch getan hat. Andere gehen mehr so in den Bereich vorbereitende oder nachbereitende Arbeiten, bei denen sie nicht knien oder beispielsweise aufs Dach müssen. Und wieder andere gehen in die Begutachtung von Vorhaben oder Schäden und besprechen mit den Endkunden, welche Maßnahmen der Kundenservice durchführen muss. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und je höher die Qualifikation oder auch die Spezialisierung des Rentners ist, desto öfter wird er tatsächlich auch als Ausbilder für die jüngere Generation eingesetzt. Und dieses Wissen weiterzugeben ist für den Betrieb und die Unternehmer wirklich ganz besonders wertvoll. Also ja, Wissensvermittlung sagst du, da schließe ich gleich natürlich auch auf eine hohe intrinsische Motivation, sein Wissen an die Jüngeren weiterzugeben. Abgesehen davon, wie weit ist auch der Druck durch die finanzielle Lage dafür verantwortlich, dass so viele Menschen im Alter wieder arbeiten wollen? Das kann man gar nicht so genau sagen, denn die deutsche Rentenversicherung kommt zu anderen Ergebnissen als beispielsweise das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Also die deutsche Rentenversicherung hat herausgefunden, dass im Durchschnitt der Rentenbezug bei ungefähr 1.400 Euro liegt. Anders ist zum Beispiel das Ergebnis der Studie der HDI-Versicherung, die sagt, dass ein Drittel der ehemals Selbstständigen sogar weniger als 700 Euro Rente bekommen. Geld müsste also eigentlich eine große Rolle spielen, laut Rentenversicherung und HDI. Aber das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung sagt, in ihrer Studie ist herausgekommen, dass die Silver Worker wirklich Spaß an ihrer Arbeit haben, dass sie das sinnstiftend finden und den Kontakt zu anderen Menschen ganz besonders hoch schätzen. Das ist ihnen viel wichtiger als das Zusatzeinkommen. Insofern machen die geringen Renten, insbesondere bei den ehemals Selbstständigen und Frauen, die ja nach wie vor sehr viel in Teilzeit arbeiten, zwar nachdenklich und zeigen natürlich auch einen Handlungsbedarf der Politik auf. Andererseits scheinen die Rentner aber aus den genannten Gründen wie Spaß und Kontakt weiterarbeiten zu wollen. Und in unserer aktuellen Titelgeschichte berichten 4 Unternehmer von ihren Silverworkern und sagen, dass sie alle vor allem deshalb arbeiten, weil es sinnstiftend ist und ihnen einfach Spaß macht. Ja, Yvonne, ich bin ehrlich, das sind Zahlen, die mich ein Stück weit bedrücken und betroffen machen, die du da genannt hast. Also zum Beispiel 700 Euro Rente, das ist natürlich nicht so viel. Auf der anderen Seite ja aber auch schön, dass du sagst, dass viele einfach arbeiten wollen und gerne wieder in die Arbeit kommen wollen.
So ein Ruheständler im Betrieb kann ja die Firma und die Kollegen auch so viel weiterbringen. Erzähl uns doch mal von den Protagonisten deiner Titelstory. Wie helfen diese dem Betrieb konkret weiter? Und ganz wichtig, wie fühlen sie sich dabei? Also, ich habe für die Titelstory 4 Unternehmer befragt, die Rentner beschäftigen. Das ist die Firma HPS. Die plant Steuerungsanlagen für Energieerzeuger und beschäftigt vor allem Elektrotechniker. Derzeit hat das Unternehmen nur 2 Rentner unter Vertrag, aber das macht es schon seit vielen Jahren. Also da gibt es eine gewisse Erfahrung. Der eine Mitarbeiter ist in der Fertigung tätig und der macht jetzt das Gleiche wie vorher auch, nur mit reduzierter Stundenzahl. Und der andere Mitarbeiter, der ist in der Projektierung, ein Spezialist in seinem Bereich und sehr wertvoll für das Unternehmen. Den hat der Geschäftsführer Michael Grenz von sich aus angesprochen, 2 Jahre schon vor dem Renteneintritt, und hat gesagt, wenn du dein Rentenalter beginnst zu planen, vielleicht kannst du uns berücksichtigen, wir würden dich gern halten. Und so hat man sich dann geeinigt auf eine gewisse Stundenzahl, ein Gehalt, das für den Arbeitnehmer dann auch spannend war, auf die Tätigkeit und die vertragliche Gestaltung. Das war alles überhaupt kein Problem. Und nun ist dieser Silver Worker auch im Einsatz als Lehrer für die jüngeren Mitarbeiter und gibt da sein Wissen, was ja weit über das Lehrwissen hinausgeht, weiter. Und das findet der Geschäftsführer großartig und seine Mitarbeiter profitieren davon. Und für den Rentner ist das natürlich eine tolle Sache, Wissen weitergeben zu können und einfach nur noch das machen zu müssen, wozu er wirklich Lust hat und was er als Spezialist kann. Dann meine zweite Unternehmerin war die Iris Leisenheimer. Sie und ihr Mann hatten bis vor 1,5 Jahren die Leisenheimer Malerwerkstätten in Windsheim. Und ihr Mann sagte, mit 60 höre ich auf zu arbeiten und verkaufe den Betrieb. Das hat er dann auch getan. Und einer seiner 15 Mitarbeiter sagte, ich würde ihn gern kaufen. Was für den Unternehmer kein Problem war. Also da haben sie sich geeinigt. Und die Iris Leisenheimer sagte, ich bin zwar 60, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jetzt nicht mehr zu arbeiten. Ich mache noch 10 Jahre weiter. Jetzt ist sie Angestellte ihres ehemaligen Mitarbeiters und macht das, was sie vorher auch gemacht hat, die Administration rund um den Betrieb zu reduzierter Stundenzahl. Kennt also beide Perspektiven. Damals als Chefin hat sie auch Rentner betreut und jetzt ist sie sozusagen diejenige, die eigentlich hätte in den Ruhestand gehen wollen, frühzeitig und auch können aus finanziellen Gründen, die aber einfach noch weiterarbeiten wollte. Und ihre Erfahrung ist, dass die meisten Rentner ihr Können, auch ihr körperliches Können, gut einschätzen können und dann sagen, ich möchte gern weiterarbeiten, aber eben nicht auf den Knien und nichts, was meinen Rücken belastet. Und die machen dann, sie hat jetzt einen, der ist bereits über 70, der reinigt die Pinsel und Walzen, kommt einmal in der Woche, der ist glücklich, dass er noch eine Aufgabe hat. Und ihre Mitarbeiter sind glücklich, dass sie diese doch eher ungeliebte Tätigkeit nicht mehr ausüben müssen. Mhm. Und da profitieren beide Seiten sehr. Und der dritte Betrieb ist von Lorenz Krüger aus Starnberg, eine Haustechnikfirma, die sehr gern ihre älteren Mitarbeiter beschäftigt, da sie mit der Stammkundschaft so eng vertraut ist und auch deren Haustechnik so gut kennt, die zum Teil schon recht alt ist. Und daher über ein Fachwissen, aber auch eine Kommunikationsebene mit den Kunden verfügen, die ein neuer Mitarbeiter gar nicht haben könnte. Also da ist der Herr Lorenz Krüger sehr, sehr glücklich, dass er diese Mitarbeiter halten kann. Und er setzt sie als mobile Reserve ein. Wenn die Auftragslage sehr hoch ist, dann ruft er sie nochmal an den Job zurück. Und dann als vierter Betrieb ist das der Betrieb von Tatjana Landfermann, die in Borken-Marbeck einen SHK-Betrieb mit ihrem Mann führt. Sie haben aktuell 3 Rentner. Und die Frau Landfermann betont, wie toll Rentner fürs Betriebsklima sind, da sie nicht mehr arbeiten müssen. Also ihre innere Haltung ist, wenn es mich nervt, höre ich auf. Aber weil sie wirklich arbeiten wollen, ist die Kommunikation so sehr auf Augenhöhe, dass sie ganz viel Entspannung ins Team bringen und damit auch ein Signal nach innen senden ans Team, indem sie sagen, hey, ich könnte aufhören zu arbeiten, aber ich arbeite freiwillig weiter. Das ist ganz gut für die Stimmung bei den Mitarbeitern. Ja, und sie setzt ihre Rentner meistens im Lager oder für vorbereitende Tätigkeiten ein, aber nicht mehr so sehr in der Installation. Ja, ganz tolle, verschiedenste Beispiele.
Drehen wir mal kurz die Perspektive. Wir haben ja gerade gehört, für die beschäftigten Rentner und auch deren Kollegen und natürlich auch die Chefs ist es natürlich eine Riesenbereicherung. Stichwort Chefs. Wie ergeht es denn denen im Betrieb? Also haben sie durch die Rentner vielleicht auch mehr Stress, mehr Aufwand, mehr Betreuung? Oder überwiegt da doch eher, wie wir gerade eben schon gehört haben, die Arbeitserleichterung und eben einfach auch mehr Kapazitäten durch die angestellten Rentner? Also da kann ich ganz eindeutig sagen, da überwiegt die Begeisterung von Seiten der Firmenchefs. Der vertragliche Aufwand ist minimal, weil die gesetzlichen Regelungen klar sind. Mehr Aufwand gibt es auch nicht, weil die Mitarbeiter sind eingearbeitet, die kennen die Abläufe, die kennen das Team. Da gibt es einfach nichts, was den Chef stören könnte. Ältere Mitarbeiter sind Könner und sie geben ihr Wissen weiter. Sie sind zuverlässig. Sie sind auch ganz besonders selten krank, da sich offenbar dieses freiwillige Arbeiten und natürlich auch das Reduzieren der Stundenzahl darauf auswirkt, dass die körperliche Gesundheit stabiler ist als noch zu Zeiten, wo sie arbeiten mussten und die volle Stundenzahl haben. Ja, das ist ja ein spannender Aspekt. Ich mache mal noch eine dritte Perspektive auf. Wir hatten ja jetzt bereits die Sicht der angestellten Rentner und die Sicht von deren Chefs. Eine dritte Möglichkeit wäre ja, dass die Rentner ihre eigenen Chefs werden, also im Alter nochmal den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Wie verbreitet ist denn dieses Modell? Ja, also Ruhestand heißt nicht Stillstand, sondern dieses Modell, sich nochmal selbstständig zu machen, ist vor allem für diejenigen attraktiv, die eine sehr mickrige Rente bekommen und für diejenigen, die sich ihren Lebenstraum erfüllen. Also haben sie jahrelang im Angestelltenverhältnis gearbeitet und möchten sich jetzt einfach einmal selbst verwirklichen. Und das sind dann oft so Beratertätigkeiten, wie zum Beispiel im Küchenbau oder Garten oder Badplanung. Da haben sie die Erfahrung aus dem Angestelltenverhältnis schon viele Jahre. Und sie haben natürlich damit auch das Praxiswissen und das Netzwerk hinter sich, sodass sie ihren Kunden einen wirklichen Mehrwert bieten und da ihre Stundenzahl natürlich je nach Auftragslage auch frei gestalten können. Also das ist auch ein Modell, was durchaus gängig ist. Bin ich in dem Fall als Rentner dann eigentlich freiberuflich selbstständig oder muss ich ein Gewerbe anmelden? Das kommt ganz auf die geplante Tätigkeit und auch die Anzahl der Stunden an, die man arbeiten möchte. Rentner sollten sich da bei ihrem Steuerberater tatsächlich erkundigen, weil es ist nicht so ganz eindeutig immer. Und um auf der richtigen Seite zu sein und auf der sicheren Seite zu sein, ist da eine Rückfrage beim Steuerberater angesagt. Wer mehr als geringfügig arbeitet, muss auch die Frage der Krankenversicherung für sich beantworten. Möchte er privat versichert sein oder bleibt er in seiner gesetzlichen Krankenversicherung, falls er dafür vorher war? Und natürlich gibt es auch sowas wie eine BWA, also betriebswirtschaftliche Auswertung, die ab einem gewissen Umsatz notwendig wird. Deshalb sollte man sich vorher genau überlegen, in welchem Umfang man tätig werden möchte. Also im Grunde eigentlich wie bei jeder anderen Selbstständigkeit auch, ne? Genau. Lasst mich, bevor ich zur letzten Frage komme, an dieser Stelle noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben also Rentner in Festanstellung und auch selbstständige Ruheständler. Für was würdest du dich denn ganz persönlich entscheiden? Also ich habe in meinem Berufsleben sowohl frei als auch in Festanstellung gearbeitet. Und die freie Tätigkeit hat mir wirklich sehr gut gefallen, zu entscheiden, welche Aufträge ich annehme und die dann auch frei zu gestalten. Das ist einfach super. Auch der Verdienst ist natürlich bei gutem Auftragsbestand im selbstständigen Status höher. Aber die Selbstständigkeit hat natürlich den Nachteil, dass ich wirklich ständig gearbeitet habe. Also auch im Urlaub und nach Feierabend und am Wochenende. Wenn mich meine Auftraggeber angerufen haben, war ich verfügbar. Und das musste ich ja auch sein, weil ich ja nie wusste, wie sich die Auftragslage entwickelt. Das ist sehr anstrengend auf Dauer und bei der Festanstellung habe ich geregelte Arbeitszeiten, mehr oder weniger ein definiertes Aufgabenfeld und ein sicheres, wenn auch geringeres monatliches Einkommen. Und das zählt für mich heute mehr als die Selbstverwirklichung. Ja, spannend. Also danke für die Einblicke und ja, mit diesen Einblicken komme ich dann auch schon zu meiner letzten Frage. In zwei Sätzen, warum sollte man diesen Beitrag im Heft unbedingt lesen? Weil der Beitrag spannende Einblicke in die Praxis liefert, sowohl aus Perspektive der Rentner als auch der Chefinnen und Chefs, die die Ruheständler beschäftigen. Und er räumt mit einigen Vorurteilen auf,
etwa einer angeblichen gewissen Gemütlichkeit von Rentnern oder mit der Befürchtung, dass Rentner ewig krank sind. Ja, vielen lieben Dank dir, Yvonne. Das waren wirklich tolle Beispiele aus der Praxis, die du uns da geschildert hast. Und jetzt hier nochmal an der Stelle der Hinweis, falls Sie dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen, arbeitsrechtliche Feinheiten, Arbeitszeiten und steuerrechtliche Aspekte vermisst haben. Nein, die haben wir natürlich nicht vergessen. Es wird eine Fortsetzung des Themas in der nächsten Magazinausgabe geben. Seien Sie also gespannt. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa 4 Wochen. Bis dahin alles Gute, einen wunderschönen Herbst und nutzen Sie gerne das Potenzial von Silverworkern. Es wird sich lohnen, da bin ich überzeugt. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin.